Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 3. März. Die Sonne kommt so langsam raus in dem einen oder anderen Bundesland. Es kommt der Frühling und man darf gespannt sein, ob auch hier die frühlingshaften und sommerlichen Performance-Aktivitäten der Indizes hier ihren weiteren Fortbestand finden. Am Währungsmarkt ist das alles derzeit ein bisschen ruhiger, wenngleich Euro-US-Dollar nach wie vor unverändert unter Druck steht. Wir wollen uns aber heute den Loonie anschauen, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch als eine Art Rohstoffwährung bekannt. Hier aber vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar natürlich auf breiter Front, wie wir hier im Bild sind, auf Monatschartbasis hier eine große, ja, Bodentassenformation abgeschlossen hat, hier auch das erste Preisziel im Bereich 1,2250 abgearbeitet hat und hier eigentlich jetzt das Niveau hier aus dem Jahr 2009 1,3064, also oberhalb von 1,30, hier frohlockt im Sinne eines Touchdowns. Das sind knapp 500 Pips, die es hier zurückzulegen gilt, die aber rein technisch durchaus möglich sind. Wir wollen uns den Loonie jetzt mal im Detail anschauen und zunächst hier anhand des Tagescharts relativ ungeschminkt. Wir hatten den unlängst schon in der vergangenen Woche im Visier. Wir sahen bzw. sehen nämlich hier eine Art abfallendes Dreieck. Ein fallendes Dreieck, was hier rein technisch, charttechnisch, unter dem Gesichtspunkt der technischen Analyse für einen statistischen Ausbruch nach unten spricht. Allerdings handelt es sich hier ja um einen übergeordneten Aufwärtstrend und dieses aufsteigende Dreieck darf, Schrägstrich, kann auch durchaus als Konsolidierungsformation angesehen werden. Also es muss hier nicht zwangsläufig zu einer übergeordneten Korrekturbewegung jetzt kommen, aber die Rahmenparameter sind hier sehr gut absteckbar aufgrund eben der sauberen Chartstruktur, die wir hier sehen. Hier zunächst eben das fallende Dreieck und hier jetzt aktuell wieder an dieser Abwärtstrendlinie seit dem letzten Verlaufshoch hier von Ende Januar. Wir haben diesen Abwärtstrend, der bereits hier mehrfache Bestätigung fand, hier auch zuletzt am 24. und am 23. Februar der Versuch drüber auszubrechen. Sie sehen es, die Tageshochs reichten über die Trendlinie hinaus, letztlich Schlusspreis unterhalb dieser. Heute nun die spannende Situation. Der Loonie aktuell hier mit 52 Pips Tagesrange unterwegs. Wir haben hier rein statistisch gute 95 im Schnitt zu erwarten. Das heißt, hier dürfte noch ein bisschen was nach oben und unten kommen. Punkt ist eben, wie gehen wir heute hier aus dem Handel raus? Machen wir einen Tagesschluss oberhalb von 1,2570, also hier auch oberhalb dieser Kerzen aus der Vorwoche, oberhalb dieser Abwärtstrendlinie, dann ist das ein klar bullisches Signal und die Marke von 1,30 dürfte relativ zügig erreichbar sein. Die Chancen, dass wir dann hier eben neue Höchststände, neue Verlaufshochs, neue Mehrjahreshochs sehen, sehe ich dann als sehr, sehr wahrscheinlich an. Dann allerdings kommt es hier im Gegenteil nicht zu einem Ausbruch nach oben, sondern zu einem Durchbruch, Einbruch nach unten, hier unterhalb dieses Unterstützungsbereich um 1,2392, dann müssen die Karten natürlich neu gemischt werden. Denn dann muss man leider davon ausgehen, dass der Markt hier mit Aufgabe dieser Unterstützung deutliche Abschläge zu verzeichnen hat, aufgrund eben hier auch der vorangegangenen Performance. Wir sind hier nicht in der Einbahnstraße und was hoch fällt, darf auch tief fallen. Da muss man eben aufpassen, wenn es hier wirklich zum Ausbruch nach unten kommt unter 1,2390, Obacht geben. Hier als Stop-Loss-Level würde sich hier 1,2351 anbieten. Das ist hier das Tief vom 3. Februar. Das könnte man auch als Entry für ein mögliches Short-Engagement zum Beispiel auswählen. Tatsache ist, wenn es zu einem solchen Rücksetzer kommt, dann sehen wir eben nicht die 1,30, sondern dann muss man hier mal ausloten. Aha, was machen hier die diversen Trendlinien? Haben wir hier Aufwärtstrendstrukturen? Ja, könnten auch einen möglichen Halt bieten. Sie sehen, der Steigungswinkel der Linien wird von Mal zu Mal steiler, je näher ich an das aktuelle Preisgeschehen rankomme. Tatsache ist, unabhängig dieser schräg anmutenden Trendlinien, dass man, wenn man hier genauer hinschaut, im Bereich um 1,1670, um 1,20 Roundabout einen Supportbereich findet. Ich werde das mal zum besseren Verständnis mal einzeichnen, wieder in solche Zonen. Das wären praktisch die Unterstützungsmarken, falls es einen Durchbruch nach unten gibt. Generell muss man sagen, also für mich ist es eigentlich so, dass ich grundsätzlich bullisch gestimmt bin für das Pair. Was hier mit Blick auf den Tageschart eben mir jedoch auffällt, ist eben hier die leicht bärisch anmutende Formation und hier diese jetzt auftauchende fallende Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Sieht also generell saisonal bedingt für den Monat März für das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar nicht positiv aus. Das dürfte also, wenn wir hier nach unten wegbrechen, dann auch saisonalen Rückenwind Richtung Süden geben können, was dann eben für weiterfallende Preise rein
saisonal betrachtet spricht, aber vor dem Hintergrund des Ausbruchs nach unten wäre das eben ein zusätzlicher Druckpunkt. Das muss nicht so kommen, die Saisonalität, die kann sich immer anders entwickeln, aber letztlich wäre das hier mal die Gefahr, die existiert. Andererseits, wie gesagt, Ausbruch nach oben, können Sie die Saisonalität vergessen, dann gehe ich eher davon aus, dass es hier richtig nach oben durchzieht in Richtung 1,30 eben. Spannend dazu heute, und das muss man beachten, immer wieder das Währungspaar dahingehend in den Fokus nehmen, denn wir haben heute hier am Nachmittag wieder ein ganzes Reihum und da kommt auch das monatliche Bruttoinlandsprodukt hier aus Kanada, was hier sicherlich den Loonie beeinflusst. Wir haben auch hier noch US-Dollar-Daten, klar, aber hier im Wesentlichen der kanadische Dollar, der am heutigen Handelstag dann wieder sehr, sehr interessant daherkommt und hier eben den Markt entsprechend beeinflussen kann. Schauen wir mal dann noch auf morgen. Da haben wir hier den Zinsentscheid. Hier überraschte die Bank of Canada zu oder vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer Zinssenkung. Das sind alles Situationen, die hier den Markt natürlich dann kurzfristig stimulieren könnten in einem großen Stil. Insofern geben Sie mal Obacht, was da hier heute Schrägstrich morgen noch passiert. Wir haben auch morgen das US-Bagebook von der Fed und auch wieder jede Menge US-Daten, ganz klar. Also hier wird definitiv noch ein bisschen Bewegung, noch ein bisschen Musik in den Markt kommen. Wir warten ab, was passiert. Technisch, wie gesagt, der Loonie ganz interessant. Daher heute im JFD Devisenradar für Sie. Wollen wir mal sehen, was der Tag noch bringt. Ich sage an dieser Stelle erstmal viel Erfolg an diesem und wenn Sie mögen, bis später zum JFD Live Trading TV oder eben im Stream. Und bis dahin, Ahoi und auf bald.